So, herzlich willkommen zurück zu dem angekündigten, naja, mehr oder weniger angekündigten Call of Doom Extermination Day. Genau. Gerade mal weg, danke. Jetzt muss man das überlegen, genau. Alter, ernsthaft jetzt? So, wir brauchen Record. So, Doom Ultimate, nein, wir brauchen Doom 2. Sigil brauchen wir auch nicht, dafür kommt Extermination Day. Ja, es gab immer noch keine neuere Version. Witzigerweise geht es mit dem anderen Projekt, Sergeant Mark IV, der wollte ja eigentlich, oder der war ja eigentlich dabei, Vietnam Doom da irgendwie zu erstellen. Zugunsten dessen ist ja quasi auch Extermination Day ein bisschen in Stockern geraten. Allerdings habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, dass Vietnam Doom auch irgendwie in Stockern geraten ist. Da gibt es auch keine neuen Updates mehr. Ja, bin ich mal ein bisschen sehr gespannt. Ob es da weitergeht, wenn ja, wo es weitergeht. So, alles andere kann auf jeden Fall bleiben. Ne? War Doom High Texture Race. Ja, so, sollte eigentlich alles passen. Achso, diese Texture Mod, die lasse ich mal lieber raus. Die dürfte Extermination Day zerschießen. Doom Metal Volume brauchen wir auch nicht. Extermination Day hat, glaube ich, seine eigene Musik. Dann haben wir es eigentlich alles. Ja, gut. Auf los geht's los. Ja, die ersten Maps werden bekanntlich ein bisschen kürzer. Also vor allem jetzt die erste Map. Weil ab der zweiten Map, ich meine, so kurz sind sie eigentlich gar nicht. Nur die erste Map ist relativ kurz. Wobei relativ. Also im Vergleich zu denen, die später kommen werden. So, New. Wir machen Lonely Survivor, Extermination Day. Reality Mode. So, dann geben wir uns direkt ein Backpack. Backpack. So. Wo ist es? Da vorne. So, dann legen wir mal direkt ein Safe Game an. Extermination Day, Call of Doom 21, Realism Tactical. Sehr schön. Schnauze. Wenn ihr schon sterbt, dann schaltet dabei wenigstens das Mikrofon aus. So, ja. Alter. Ich glaube, ich bin hier der Noob. Was ist denn hier los? Erstmal wieder zielen üben. Ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, ja, ich habe, ne, seit der letzten Aufnahme, also seitdem ich mit der Aufnahme von Doom Sigil fertig bin, habe ich privat kein Doom mehr gespielt, sondern nur noch wieder GTA San Andreas Multiplayer Server, also SAMP. Von daher muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich sollte echt aufhören, GTA zu spielen. Das versaut immer mein Aiming hier, das ist ja... Weil das Problem ist nicht nur, dass GTA eine andere Beschleunigung hat, also eine andere Sensitivity, und dass man die da nicht einstellen kann, sondern du hast auch eine andere Beschleunigung. Während du hier hier quasi 1:1 hast, heißt, ich habe hier nahezu keine Beschleunigung, sondern so wie ich die Maus bewege, so bewege ich auch quasi meine Kamera. Bei GTA habe ich aber wirklich einen extrem hohen Beschleunigungswert. Wenn ich da die Maus langsam bewege, bewege ich, ne, und ja, genau. Die Kamerasteuerung für GTA ist echt ganz schön scheiße. Man gewöhnt sich da zwar dran, aber das Problem ist, man gewöhnt sich da leider ein bisschen zu sehr dran. Ja. So, habe ich hier hinten das Zettel schon aufgesammelt? Ja. Gut. Dann wollen wir mal diesen tristen Ort hier verlassen. Na, na, na. Nichts hier kaputt machen, ne?
So. Konnichiwa. Okay. Sehr schön. So. Haben wir schon mal eine? Das ist tatsächlich die andere Waffe, die wir bekommen haben. Die hier, ne? Hm. Will ich die haben? Eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, die lassen wir mal ganz gediegen hier unten. Sorry, tut mir leid. Ich wollte nicht alles kaputt machen. So. Speichern. Und dann gehen wir mal zum nächsten Abteil. Ganz schön dunkel hier, by the way. Einfach mal sterben, warum geht das nicht? So. Aha, okay. Sehr schön. Ich dachte ja bisher immer, dass die Tür da hinten immer aufgeht, wenn man sich die rote Karte holt. Und habe mich dann letztens fast in die Hosen gemacht, als ich dann hier oben aufgeräumt hatte und auf dem Rückweg war und auf einmal hier die ganzen Fischer ankamen. Seitdem weiß ich, dass sich die Tür bereits öffnet, wenn man hier diese Linie überschreitet. Ja. So, muss ich erstmal die ganzen Fischer hier irgendwie. Andocken. Ah, welch schöne Pistole. Gefällt mir lieber als die andere. Da hat mehr Wumms. Und da ich sowieso mit Single-Schuss arbeite hier, ja, ist mir das allemal lieber. Ja, bitte einmal hochgehen. Hä? Dann halt nicht. Was ist mit dir los? Hast du ja wohl den Arsch offen hier. Jetzt Geschichte oder was? Oder bin ich gleich Geschichte, weil ich denke, dass du Geschichte bist? Na, ist auch egal. So, die rote Karte haben wir. Dann gehen wir mal zu dem roten Raum. Achso, deswegen können wir auch gleich mal hier runterholen. Irgendwie so. Jütchen. Oh, wie das hier aussieht. Hält schöne Aussicht. Leider gibt es hier keine Fahrstuhlmusik. Das wäre halt, ne, die Kirsche auf der Sahnetorte. Einfach mal die Fresse halten. So. Schrotflinte! Oh Gott, ist ja, soll ich hier mit dem Museumsding? Ich meine, hat ordentlichen Durchschlag, ja, aber... Hat die andere auch. Gott, Alter. Naja. Was willst du machen? Außer vorzeitig in Rente gehen. Oh, erstmal alle anlocken hier. Wow. Was machen die denn da? Was machen die da? Mädels! Alter! Wollt ihr schon mal auf, selber in die Luft zu jagen? Das ist mein Job. Meine Güte, ey, wird der arbeitslos hier, wenn es so weitergeht. So, hier oben war Munition. A la Munition.
Oh, die erste Waffe ist bereits voll. Hä? Hatte ich nicht. Achso, nee. Alles gut. Die andere Waffe hatte ich ja wieder abgelegt gehabt. Konnichiwa. So, dann können wir jetzt in den gelben Raum reingehen. Warum sind auf einmal alle weg? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Schönen guten Tag, der Kammerjäger ist da. Bitte alle einmal in Reihenfried aufstellen. Oh mein Gott, er hat Lied gesagt. Penis. Yay, endlich mal eine einigermaßen gute Schrotflinte. Ist zwar noch nicht die, die ich persönlich am meisten mag, aber es ist immerhin eine bessere als die andere. Dann können wir eigentlich die hier wieder abwerfen, oder? Eigentlich schon. Die Wand an. Einmal mit Leuten zusammenarbeiten, die Ahnung von der Materie haben. Oh. La Munition. Ah. Ja. So. Ach komm, weg damit. Brauche ich nicht. Was die andere Waffe, die ich gerade aufgesammelt habe? Ach komm, die kann auch weg. Brauche ich auch nicht. Oh. Wir wollen hier schließlich viel unnötigen Scheiß mit uns rumschleppen. So. Ich habe es ja letztens übrigens hingeschafft, darüber zu springen. Weil normalerweise kommt man ja hier nicht mehr raus. Siehst du? Wenn man sich nämlich mögelt, kommt man hier raus. Weil ich dachte mal, bisher ist hier eine Falle, man kommt hier nicht mehr raus. Außer mit Project Brutality, weil da hast du ja Doppelsprung. Aber ne, mit Brutal Doom kam ich da bisher nie raus, bis ich dann gemerkt habe, okay, man kann auch erstmal zur anderen Seite, dann geht's wieder zurück, dann ist man quasi, ne, so klappt's. Jetzt fühle ich mich voll schlau. Die 11 Schuss, die uns jetzt gerade fehlen, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ach, siehst du? Oh, schon mal nur noch 6. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Map wieder. In der nächsten Folge. Meine ich doch. Bis dann.